Hi Leute, was geht? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem sehr coolen Video. Denn ihr durftet auf Instagram entscheiden, mit welchen Produkten ich mich für das heutige Video schminken soll. Und so ein Video hatte ich euch schon mal abgedreht. Ich verlinke euch das einfach unten in der Infobox. Und ich würde mal sagen, wir fangen sofort an und ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Frage war, welchen Primer ich benutzen soll. Und ihr habt die Wahl zwischen einem P2 Primer Oil und dem Nivea Glow Beauty Primer. Und ich glaube, die Sache verlief relativ knapp ab. Denn es haben sich 55% für den P2 Primer entschieden. Das riecht mega nach Kokosnuss. Aber es fühlt sich nicht so krass ölig auf der Haut an. Oder es liegt einfach daran, dass ich zu trockene Haut habe. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall pflegend an. Meine Haut ist jetzt auch weicher. Jedenfalls hoffe ich, dass der Primer gut mit der Foundation funktioniert. Denn ihr habt euch für eine High Coverage Foundation entschieden. Und dafür brauche ich wirklich eine sehr, sehr gute Base, da ich sehr trockene Haut habe und das nicht die feuchtigkeitsspendende Foundation ist, die es gibt. Über die Superstay Foundation habe ich mal auch ein komplettes Video abgedreht. Verlinke ich euch auch in die Infobox. Und ich kann mich daran erinnern, dass die eigentlich sehr gut mit meiner trockenen Haut geklappt hat, aber sich an manchen trockenen Stellen abgesetzt hat. Deswegen hoffe ich, dass das Öl bzw. der Primer von P2 das ein bisschen verhindert. Die Foundation trage ich mir einfach so ein bisschen mit dem Pinsel erstmal auf. Und ihr seht einfach, wie krass deckend die Foundation ist. Also mit dem Primer lässt sich das wirklich sehr schnell und einfach verblenden. Also so auf den ersten Blick sieht das wirklich sehr gut aus. Wirklich flawless sieht das bis jetzt aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Also können wir sofort weitermachen mit dem Concealer. Ihr dürftet entscheiden zwischen dem Maybelline Fit Me Concealer und dem Concealer von Catrice, dem Liquid Camouflage Concealer. Und auch die Sache war sehr, sehr knapp. 51% hat für Catrice gestimmt. Den Catrice Concealer habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr verwendet. War früher einer meiner liebsten Concealer, weil er halt so krass deckend war. Die Farbe war sehr schön hell und gelbstichig. Ich bin mal gespannt, ob ich den immer noch mag. Also auch der Concealer lässt sich schnell einarbeiten. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus bis jetzt. Kommen wir zum Setten des Gesichtes. Ich habe nicht viel Auswahl an Puderprodukten und deswegen habe ich euch gefragt, ob ihr lieber das Essenspuder sehen wollt oder mein geliebtes Ellen Betricks Loose Powder. Aber die Mehrheit hat sich für das Essenspuder entschieden, verständlich. Das Puder habe ich auch früher sehr, sehr oft verwendet, weil es einfach ein günstiges Produkt ist, was super funktioniert. Und ich finde, ihr könnt nichts mit diesem Produkt falsch machen. Ich meine, es kostet 2-3 Euro und ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ihr habt ja nichts zu verlieren. Jetzt gehen wir weiter mit den Augenbrauen machen. Bei den Augenbrauen habt ihr euch für eine Dip Brow Pomade entschieden. Und ich persönlich benutze zurzeit lieber ein Puder. Damit sieht das Ganze einfach natürlicher aus. Und das Produkt verfängt sich halt nicht so in meinen Augenbrauenhärchen wie bei dem Gel. Aber euer Wunsch ist mir Befehl. Also benutze ich das Augenbrauengel von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Ash Brown. Das Ergebnis mit so einer Augenbrauenpomade ist natürlich auch viel, viel krasser als mit einem Puder. Ja, das Geile an diesem Augenbrauenprodukt ist einfach, dass man damit sehr präzise arbeiten kann. Man kann halt sehr gut Lücken auffüllen. So, Augenbrauen sind fertig. Wie gesagt, die sind einfach typisch Instagram-Augenbraue.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag diese typische Instagram-Augenbraue immer noch sehr gerne. Okay, somit können wir jetzt weiter mit den Augen machen. Und ich hatte zwei neue Paletten, zwischen denen ihr euch entscheiden konntet. Einmal diese Bibella Pro Palette. Es sind mega schöne Farben drin. Neutrale, aber auch bunte Farben. Und die Nouveau Neutrals Palette von BH Cosmetics. Die Mehrheit hat sich für die BH Cosmetics Palette entschieden. Ja, die Palette ist halt relativ neutral gehalten, aber meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Farben dabei. Es sind halt warme Farben und die Schimmerfarben sehen auch sehr schön aus. Deshalb bin ich gespannt, wie die so ist. Ich gehe nachher noch raus, deshalb will ich ein neutrales bzw. einfaches, simples Augen-Make-up schminken. Fast hätte ich es vergessen. Unsere Base. Ich verwende wie immer den Paint Pot in Soft Oak. Damit bleibt mein Lidschatten einfach den ganzen Tag dort, wo er bleiben soll, bleiben muss. Und wie ihr schon wisst, setze ich ja meine Base nicht, weil ich finde, dadurch lassen sich die Lidschatten besser verblenden. Also wenn ich es mit einem Puder setze, die Farben kommen auch viel, viel besser raus, sind dann pigmentierter, meiner Meinung nach. Ich nehme mir jetzt mal diesen Ton, das ist so ein Orange, ein bisschen peachy. Und diesen Ton gebe ich mir so grob in meine Lidfalte auf. Lässt sich auch super verblenden. Diesen Ton gebe ich mir auch direkt an meinen unteren Wimpernkranz auf. Und mit diesem Ton vertiefe ich mir einfach noch ein bisschen die Lidfalte. Wow, die Palette gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Die Farben, beziehungsweise die zwei schon mal, haben sich sehr gut verblenden lassen miteinander, geben sehr schön die Farben ab. Und um das Ganze zu vervollständigen, benutze ich jetzt einen Schimmerton. Jetzt nehme ich hier diesen Ton und gebe mir das auf mein bewegliches Lid auf. So, den Ton gebe ich mir jetzt erstmal, ohne den Pinsel anzusprühen, auf mein Lid auf. Und ja, das gibt ordentlich Farbe ab. So, das Ganze sprühe ich auch noch einmal an und schaue, wie es sich dann auftragen lässt. Wie gesagt, ich will jetzt nichts Krasses schminken, da ich noch raus muss. Aber bis jetzt gefällt mir die Palette sehr, sehr gut. Für den Alltag einfach wunderschön. Man kann natürlich auch mega schöne Looks damit für die Nacht bzw. für den Abend schminken. Ich habe euch gefragt, ob ihr lieber dramatische oder natürliche Wimpern haben wollt. Und Gott sei Dank haben sich die meisten für die natürlichen entschieden. Das passt dann jetzt auch mega schön zum Augen-Make-up. Das heißt, ich tusche mir jetzt schnell die Wimpern, klebe die Lashes auf und dann sehen wir uns wieder. So, die Lashes sind aufgeklebt. Sehr, sehr natürliche Wimpern. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, machen wir weiter mit dem Gesicht, damit ich nicht mehr so aussehe wie ein Toastbrot. Ich habe euch gefragt, ob ihr lieber die e.l.f. Cosmetics Kontopalette oder die NYX Cosmetics Kontopalette sehen wollt. Und die Mehrheit hat sich eindeutig für NYX entschieden. Die Entscheidung fand ich sehr interessant, denn die Palette sehe ich wirklich nirgends mehr. Ich habe die, glaube ich, auch seit einem halben Jahr oder so nicht mehr benutzt und bin gespannt, wie die dann nochmal so ist. Das ist jetzt im Prinzip wie so ein First Impression. Okay, zum Bronzen mische ich mal hier die zwei Farben. Also, so der erste Eindruck ist eigentlich völlig okay. Ich habe mir das jetzt viel, viel schlimmer vorgestellt. Jetzt nicht mein liebster Ton, beziehungsweise nicht das beste Produkt, was ich zum Bronzen benutzt habe, aber völlig okay. Ich bronze jetzt ein bisschen den Hals, weil sich viele Leute beschwert haben, ich wäre zu weiß. Zum Konturieren benutze ich jetzt hier diesen aschigen Ton. Ich habe das mit einem Douglas-Gutschein gekauft gehabt. Das war mein erstes Douglas-Produkt und ich habe die Palette geliebt. Also jetzt zum Konturieren ist die auch nicht schlecht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber was mir gerade auffällt ist, dass die Foundation sich ganz, ganz schrecklich um meine Nase herum absetzt. Das liegt ganz, ganz eklig auf meiner Nase und auch hier.
Ich weiß nicht warum. Eigentlich mochte ich die Foundation. Kann aber auch sein, dass es in Kombination mit dem Primer einfach nur blöd aussieht. I don't know. Naja, okay, machen wir weiter mit dem Blush. Und ihr habt euch für den Milani Blush in Luminoso entschieden. Den habe ich ja letztens netterweise zugeschickt bekommen, weil ich in Hattis Video gesagt hatte, dass ich noch keinen Milani Blush hatte. Und Leute, der ist wirklich so schön. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Und das sage ich als Nicht-Blushträger. Machen wir weiter mit dem Highlighter. Ihr hattet die Wahl zwischen einem Love, also dem Love Glow Light Highlighter und dem Becca Shimmering Skin Perfector in Vanilla Quartz. 61% hat sich für den Becca Highlighter entschieden. Das finde ich cool, denn der Highlighter ist neu und ich bin mega gespannt auf die Farbe. Das ist jetzt mein zweiter Becca Highlighter. Von dem Moonstone bin ich ja überzeugt. Ich liebe den Moonstone. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sieht. Der ist so goldlich weiß. Oh ja, mega schöner Highlighter. Sehr, sehr fein. Also wirklich Schimmer und kein Glitzer. Der gefällt mir sehr, sehr gut. An gebräunter Haut sieht der bestimmt noch schöner aus. Und den Highlighter gebe ich mir noch unter meiner Augenbraue und im inneren Augenwinkel auf. Machen wir weiter mit den Lippen. Ich habe euch gefragt, ob ihr lieber was Auffälliges, also was Ausgefallenes, oder lieber Nude sehen wollt. Und wie immer hat sich die Mehrheit für Nude entschieden. Ein Nude-Lippenstift, den ich zurzeit sehr gern trage, ist dieser Lipstick von Too Faced in der Farbe Scent Nudes. Der ist nicht matt, sondern eher glänzend, so ein bisschen glossy-mäßig. Und das sieht im Sommer einfach so, so schön aus auf den Lippen. Dafür trage ich mir erstmal einen Lip Liner auf. Okay, ich habe eben glossy gesagt, das ist jetzt nicht wirklich glossy, sondern eher so ein Satin-Finish. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er wirklich sehr, sehr schön. Okay, kommen wir jetzt endlich zum Fixing Spray. Und die Mehrheit hat sich für diesen Festival Refresh Setting Spray von Too Faced entschieden. Das hat so Schimmer. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch von MAC und anderen Marken. Wir machen das einfach mal drauf. Ich arbeite so die groben Tröpfchen mit dem Beauty Blender ein. Leute, die Foundation sieht katastrophal aus. Boah, an meiner Nase sieht das so ekelhaft aus. Naja, egal. Somit wären wir auch schon fertig mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ja Leute, wie gefällt euch denn der Look? Wie gefallen euch die Produkte? War da was Interessantes dabei? Schreibt mir auf jeden Fall eure Kommentare in die Kommentare. Okay, das war's. Fühlt euch geküsst, geknutscht und umarmt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und tschüss.